Aha, die ersten Pferde treffen wir in Quarantäne an. Hier in Wieschaid, in der Nähe von Haus Graven, am Rande des Flughafens, also zumindest nicht weit davon entfernt, ist man auch sicher, hier trifft man keinen Spaziergänger unserer Altersklasse. Der Regen der letzten Wochen lässt auch diese kleinen Bäche sprudeln. Wer weiß, wie lange noch, wenn der Sommer wieder so wird wie in der Vergangenheit. Einfach herrlich, der Gesang der Vögel. Ja, auch hier treffen wir auf leere Straßen. Hier kann uns also nichts passieren. Immer wieder schön. Eine blühende Kamelie. Das ist von den Bäumen, was die da auf der Straße da gefegt haben, was wir da gesehen haben. Vom Auto. Ein Specht. Aha. Ja, hier könnte man Annette von Droste-Hülshoff zitieren. Schaurig ist es, durchs Moor zu gehen. Ob das im Sommer hier wieder trockengelegt wird durch den mangelnden Regen. Warten wir es ab. Es ist schon eine geheimnisvolle Landschaft hier. Direkt vor unserer Haustür in Wieschaid. Sieht so aus, als wäre die Zeit der wandernden Frösche wieder angebrochen. Ja, dieses alte historische Gebäude
kennt ja wohl vermutlich jeder in Langenfeld und in der Region. Hier hat wohl jemand zu spät bemerkt, dass die Erdbeeren um diese Zeit, Ende März, ja wohl noch nicht süß sein können und demnach auch nicht den entsprechenden erwarteten Geschmack haben. Ja, inzwischen ist der Burggraben, so will ich ihn mal nennen, wieder gut gefüllt, wie man sieht. Im vergangenen Sommer konnte man leider beobachten, wie hier die Fische, und das waren wohl die Karpfen, ziemliche Ängste austragen mussten. Denn sie waren kaum in der Lage, überhaupt noch sich unter Wasser zu halten. So niedrig war der Wasserstand. Aber dann hat sich unser Bürgermeister dafür eingesetzt, dass die Feuerwehr hier aktiv wurde. Und so wurde das Leben der Fische gerettet. Die Kirche von Wieschaid. Menschenleere Straße, und das ist gut so. Ja, und mit dieser neuen Sparkassen-Zweistelle oder Ausgabestelle ist auch unsere finanzielle Lage gesichert.